Rück bei Mass Effect Andromeda. Ich weiß nicht, was hier los ist gerade, aber wir sind dabei. Ich werde mein Bestes geben, um Ihnen zu helfen. Gut. Legen Sie den Köder in der Wildnis aus, um einen Koloss anzulocken. Die Bestie ist wahrscheinlich zunächst streitlustig, also seien Sie vorsichtig. Ich halte Varka und Gren auf Distanz, bis sie zurückkommen. Viel Glück. Ein Habitat wilder Kolosse betreten. Das können wir ja gleich mal direkt machen. Was gibt's hier noch so? Sonst noch irgendwas Spannendes? Hinten in der Ecke ist noch was. Im hintersten Eckschke. Was ist denn? Bin ich. Ach, dahinter, okay. Hinter der Tür. Ich begrüße euch recht herzlich willkommen zu einer nächsten Episode von Mass Effect hier. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier mit der Kolonie gerade entwickelt, ne? Der letzte kurganische Speer. Scheiße, Mann. Sie sind also der menschliche Pathfinder. Sie sehen ganz anders aus als auf den Bildern. Sie haben wahrscheinlich Aufnahmen meines Vaters gesehen. Ihr Vater? Sie haben ihn als Pathfinder ersetzt? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin nicht wirklich auf dem Laufenden, was die Nexus angeht. Hier gibt's genug Schwierigkeiten, mit denen ich mich rumschlagen muss. Sie meinen die Plünderer? Unter anderem. Waren Sie schon in der Absteige? Sie ist Ihr Treffpunkt. 80% Bruchbude, 100% Ärger. Ich gebe Ihnen den Nuff-Punkt, damit Sie sich davon fernhalten können. Oder auch nicht. Ganz wie Sie wollen. Erzählen Sie mir mehr über die Absteige. Sie ist eine lose Ansammlung von Baracken, in denen sich verschiedene Plünderer-Gangs versammeln. Sie prügeln sich, saufen und wenn sie dann richtig aggressiv sind, gehen sie auf Beutezug. Und falls man ihnen zu nahe kommt, wenn sie Hunger haben... Naja, es hat mich eine Leber gekostet und mir mein Humpeln eingebracht. Hatten Sie in der Kolonie schon viel Ärger mit Plünderern? Bisher noch nicht. Und mal im Ernst. Ein Haufen Weichhäute gegen ein paar hundert Kroganer. So dumm sind sie dann doch nicht. Aber wer weiß. Wenn die Ressourcen knapp werden und sie verzweifelt genug sind, ändert sich das vielleicht. Vielen Dank. Diese Informationen werden mir bestimmt nützlich sein. Freut mich, dass ich helfen konnte. Seien Sie da draußen vorsichtig, Pathfinder. Die Absteige untersuchen. Ne? Gibt's hier noch so? Ein Habitat wilder Kolosse. Ich hätte wissen müssen, was... Hör mal wieder hoch, ja. Ich wette, diese Plünderer werden dann ausgeladen. Hm. Wer ist wieder draußen? Nee. War noch eine Mission. Sehen Sie diesen Wurm? Den kann niemand auch nur einen. Lorik. Pathfinder, begegnen Sie auf Ihren Reisen eigentlich vielen Angara? Ab und an, ja. Haben Sie schon einmal eine Frau namens Lieta getroffen? Ich glaube nicht. Wieso? Sie hat Bergungsgut gesammelt und war dabei auch oft auf ihr Laden. Nach der Landung ist sie ihm als erstes hierher gekommen. Wir sind zusammen auf die Dünen geklettert. Wir haben die Aussicht genossen und uns stundenlang unterhalten. Die Hitze hat Lieta schwer zu schaffen gemacht, also habe ich versprochen, ein Kryo-Armband für sie anzufertigen. Ich wette, sie hat sich darüber gefreut. Ich hatte nie die Möglichkeit, es ihr zu geben. Irgendwann ist sie einfach nicht mehr aufgetaucht. Ich weiß nicht, wo sie ist oder ob ich sie je wiedersehen werde. Denken Sie, ihr ist etwas zugestoßen? Ich weiß es nicht. Sie könnte auch einen neuen Job angenommen haben. Vielleicht war sie ihr Laden ja einfach leid. Aber allein der Gedanke, sie könnte in Schwierigkeiten geraten sein. Ich kann diese Ungewissheit einfach nicht ertragen. Erzählen Sie mir mehr über Lieta. Sie ist abenteuerlustig, optimistisch und bei ihren Scherzen wird sogar ein Kroganer rot. Sie hat an einem Ort wie diesem herausgestochen. Ich glaube, sie würde überall herausstechen. Ich könnte sie für Sie aufspüren, um sicherzugehen, dass es ihr gut geht.
Paradise eine Schrottsammlung. Vielleicht weiß sie ja etwas. Das klingt doch vielversprechend. Würden Sie Lieta bitte dieses Kryo-Armband geben, wenn Sie sie finden? Sagen Sie ihr, sie kann es benutzen, um mich wieder zu besuchen. Und danke, Pathfinder. Was machen Sie hier oben? Ich genieße die Aussicht. Zu Hause hatten wir nie Zeit, mal innezuhalten und uns einfach nur umzusehen. Ist das Leben hier so anders? Früher ging es immer ums Überleben. Hier ist es deutlich leichter. Trotzdem denken die Älteren natürlich immer noch, sie müssten kämpfen. Ich schätze, es liegt ihnen einfach im Blut. Sie wirken anders als die anderen Kroganer. Mein Vater hat immer gesagt, ich wäre ein Salarianer im Körper eines Kroganers. Er meint es als Beleidigung. Aber ich habe es nie so empfunden. Ich mag die Salarianer. Es klingt, als wäre es ihnen leicht gefallen, nach Helios zu kommen. Eine neue Galaxie, ein neues Leben. Ich wollte nie ein Söldner wie mein Vater werden oder auf T'Chanka kämpfen. Ich hätte mich sogar beinahe geweigert, die Reise im Kälteschlaf zu verbringen. Ich wollte alles miterleben. Das wäre eine ziemlich einsame Reise geworden. Einsamkeit hat mich noch nie gestört. Die Anblicke wären es wert gewesen. Ich sollte jetzt gehen. Ja, vielleicht. Alter, Pipi, pass auf. Ist ja noch so schönes. Du warst heute Morgen spät dran. Pathfinder, willkommen. Man heißt kein Alien in unserer Kolonie willkommen, du dummer Junge. Sei still, alter Mann. Tut mir leid. Beachten Sie ihn gar nicht. Credits sind Credits, sag ich immer. Es wurde auch Zeit, dass hier mal jemand freundlich ist. Sie müssen ihnen Zeit geben. Beweisen Sie, dass Sie zu den Guten gehören. Und jetzt kaufen Sie was, bevor er wieder anfängt zu schreien. Die Venom 5 haben wir doch schon. Da können wir was verkaufen, genau. Bruck. So, ab geht's, Freunde. Raus hier aus der Hood. Neu T'Chanka. Das war's. Das war jetzt schon mal hier so ein kleiner Ersteindruck von dem, was hier so gewartet hat hinter den verschlossenen Türen. Sehr ansehnlich alles wieder, ne? Macht einen guten Eindruck. Sehr hell gehalten. Aber ich glaube, wir haben jetzt nochmal ein paar Sachen, die wir erledigen müssen. So, und zwar müssen wir jetzt mal schauen. Wachsende Spannung. Das können wir direkt natürlich zuerst machen. Hier ist direkt um eine Ecke. Komm, dann machen wir das vom Doktor auch noch da direkt mit. Wenn es direkt um eine Ecke ist, warum auch nicht, ne? Das ist eine kleine Mini-Mission, die man noch so gerade verkraften kann. Aber ich weiß nicht. Wo es jetzt uns noch hinführt hier auf diesem Planet. Den Abstieg müssen wir halt auch bald mal machen. Machen wir eben diese beiden Sachen hier. Nur so laut, wenn er hier durchknallt, ne? Ein Koloss besiegen ist eine gute Sache, ja. Wo ist der Koloss? Wenden. Die Kombo macht echt viel Schaden, ne? Okay, er hat sich beruhigt. Was jetzt? Okay, cool. Ich würde sagen, wir fragen den Schaman. Schamane Kortik zurückkehren. Ja, mit dem zusammen, oder was? Ich glaube, lange halten. Dann machen wir jetzt mal noch die Mission hier, wenn ihr. Wer ist nicht mehr aus in dieser. Er kommt uns jetzt hinterher. Ist das nicht schön?
Diese Felsformationen sind absolut irre. Ich registriere Temperaturen über dem normalen. Wir haben den NAV-Punkt erreicht, den uns Dr. Garnar gegeben hat. Das kroganische Terminal müsste irgendwo in der Nähe sein. Okay. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Zwei Minuten lang oder was? Okay. Neue Gäste on the party hier. Hm. Okay, boah, nice. Bin ich sauer. Sind alle weggeflogen, hey. Feinde, wir kommen noch mehr. Doch relativ stark momentan, die. Komm schon, wie Kombo. Groß sind diese Dateien? Ausgesprochen groß. Darüber hinaus sind in diesem Terminal 15 Exabyte Daten gespeichert und ich kann nicht beurteilen, welche von ihnen wichtig sind. Verdammt! Daran hätte ich denken müssen! Boah. Was? Aber easy peasy gerade hier, ey. Ich würde sagen, das war's. Oh, ich glaube, lange halten wir es nicht mehr aus in dieser. Aber wir halten das noch ganz schön lange aus. Hock ist auch gar nicht mal so schwach, ne? Noch ein Minütchen, Freunde, dann haben wir's. Der macht erstmal einen unsichtbaren Mode hier, ey. Wir können jetzt. Das sagt sich so leicht. Kannst du schon sagen, was all diese Daten enthalten? Ich hoffe, sie waren es wert, dafür beinahe getötet zu werden. Die meisten sind verschlüsselt, aber einige Begriffe stechen heraus. Kroganischer Supersoldat, reiner Kroganer und Temperaturen steigen an. Ah. Interessant. Schick mir einen Bericht über das, was du entschlüsseln kannst. Okay. Ja, das ist dann der Neutuchanka wieder am Start. Neutuchanka übergeben. Ja, ja, klar, klar, klar. Dann fahren wir da jetzt mal rüber hier, oder was? Können wir da einfach durchfahren? Rüberfahren wäre ja ein Traum, wenn wir hier jetzt einfach rüber könnten. Ja, der ganze Kies hier, ey, alles trocken wie Arsch auf Eimer. Geiler Nachtpunkt da hinten, ey. Guck mal. Mal quer im Baum. Die Gesetzlosen haben irgendeine Tech gebaut. Sie wollen sie Gehen bestimmt verteidigen. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Das ist ein Laser hier, ne? In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Danke. Temperaturen wir liegen im normalen aus dieser Bereich, Hitzezone Pathfinder. Raus. So, weiter geht's. Kann man hier durchfahren? Dann werden wir wahrscheinlich erstmal. Hier versammeln sich also die miesesten Drecksäcke auf diesem Planeten. Solange diese Kerle hier sind, wird Eladen niemals ein sicherer Ort für eine Besiedlung sein. Sie müssen weg. Wenn das hier der typische, okay. Jeder Verbrecher kämpft für sich selbst Ort ist, sollten wir besser vorsichtig sein. Haben Sie schon mal von Ganoven-Ehre gehört? Was? Den Ausdruck gibt's immer noch? Der nächste Mal ein ordentliches Kindchen, ne? Die Temperatur steigt, Pathfinder. Wird schon irgendwie werden. Temperaturen liegen. Ich glaube, lange halten wir es nicht mehr aus in dieser. Ja, immer noch heiß. Deaktivieren Sie den Alarm, bevor Verstärkung gerufen wird, Pathfinder. Wo denn? Wo ist der Alarm? Gute Frage. Wenn Sie den Alarm deaktivieren.
Wenn die Plünderer sie vor uns erreichen, wird das ein echter Scheißtag für diese Überlebenden. Beeilen wir uns. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Was sollen wir jetzt machen? Warte mal. Einsatzzentrale betreten. Nackmorspeer berichtet, dass viele der Plünderer auf Elan. Was andere da unten weiß man nicht, ne? Was ist denn das hier für eine fette Basis, Alter? Ja, immer noch heiß. Ein paar Leute haben behauptet, dieses Reliktzeug könnte Planeten bewohnbar machen. Und er schafft überall sowas. Du könntest vielleicht versuchen. Sehe ich für dich etwa mit der Pathfinder aus? Ich gehe nicht mal in die Nähe der Relikte. Das Zeug macht mir eine scheiß Angst. Denkst du, Nia hat vielleicht in ihrem Büro Informationen über die Wasserquelle? Du meinst an den Docks? Die haben da abartige Sicherheitsmaßnahmen. Da kommen wir nie rein. Hey, ich versuche nur eine Lösung zu finden. Wir können ja schlecht das gesamte Ödland durchkämmen. Sag mal, hast du eigentlich daran gedacht, den Funk auf Einzelempfänger zu stellen? Was? Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Nia hat also eine geheime Wasserquelle. Sollte sie sich je entscheiden, den Handel damit einzustellen, wäre das eine Katastrophe für jeden, der hier lebt. Das gefährdet das langfristige Überleben aller, die hier sind. Kroganer ebenso wie Exilanten. Wir müssen versuchen, die Situation zu verbessern. Wir machen uns jetzt also auf die Suche nach Wasser? Diese Plünderer haben über die Sicherheitsmaßnahmen rund um Enias Büro gesprochen. Ich wette, dort werden wir fündig. Paradise, okay. Erst müssen wir jetzt da rein, da unten. Wenn wir Quelle nicht bald finden, müssen wir unser Wasser rationieren. Ich lasse alle nach. Ja, da oben? Ich weiß es nicht. Da hinten oder was? Lauf da mal rüber gerade, oder? Boah, einmal quer durch die Wüste laufen, ey. Das ist was bei 3 alles möglich ist, ne? Guck mal. Cool. So, hier geht's aber wieder rein, da oben, oder was? Nice. Endlich hier. Da sind wir ja. Wir müssen aus dieser Hitzezone raus. Verschlossen. Sie müssen sich da drin verbarrikadiert haben. Was jetzt? Wenn wir ein Sicherheitsterminal finden, kann ich die Schlösser möglicherweise entriegeln. Suchen wir mal eins. Das sind Bauten der Initiative. Ich denke, es ist einer unserer gescheiterten Minenaußenposten. So, so. Einfach mal geklaut hier, oder? Besetzt. Das war eine riesige Anlage hier. Das ist voll mit Gegnern, ey. Feinde hinter ihnen! Schilde sind hochgefahren! Ich wehre ihren Beschuss ab! Wieso wir einfach abwarten, bis Klacks Leute über uns herfallen. Wir sollten den ersten Schritt machen, ihn ab... Eine hätten wir. Mehr Overrides brauchen wir, okay. Sie ist verschlossen. Um diese Tür zu öffnen, müssen die Sicherheitssysteme deaktiviert werden, Pathfinder. Das ist doch ein Sicherheitssystem, nichts hinter. Ja, 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 ja. So, eigentlich wollte ich hier ins Gewölbe gehen, ne? Temperatur. Ich kann die Türen der Einsatzzentrale von hier aus entriegeln, Pathfinder. Versuchen Sie bitte in der Nähe der Konsole zu bleiben, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Wir haben uns entdeckt! Gar nicht mal schlecht. Kurze Distanz. Nicht.
Sieht's aus, eine Minute. Pathfinder, ich habe die Verriegelung aufgehoben. Sie können die Einsatzzentrale jetzt betreten. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Alarm über Sicherheitskonsole ausschalten. Wo ist denn die Konsole, Alter? Setz der Alarm. Keine Ahnung, was hier los ist gerade. Komme nicht rein. Gehen wir mal da hinten rüber. Ich hab die volle Ladung Action, ey. Ah, hier ist eine Konsole, warte mal. Sie haben es fast geschafft, Pathfinder. Es fehlt nur noch eine Konsole, um die Tür zu öffnen. Eine Konsole, hier. Das. Ich liebe diesen Druck. Alarm ist deaktiviert, Pathfinder. Nice, das ist schon mal gut. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Wie kommen wir jetzt hier rein? Warte mal. Alles klar, nichts hier rein hier. Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Oh, 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 oh. Komm schon, rein da. Ich verstärke den Schuss. Der Gegner ist jetzt anfällig. Nice, mal richtig geil, die Flinte hier. Mann, 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 das hier ist ja auf jeden Fall eine Basis, wa? Ich bezweifle, dass er in die Nähe seiner Sachen lässt. Na hier, Grog, okay, Mann, nice, mach das. Boah, hat der denn für einen Raketenwerfer, Alter? Die Waffe ist fett, ey. Nachgelegener Bunker oder was? Auch das noch, ey. Was ist denn das hier für eine Mission, Leute, Alter? Alarm ist deaktiviert, Pathfinder. Ach so, die Absteige der. Ich verstehe. Das ist hier die Absteige gewesen. Wir haben die jetzt komplett auseinandergenommen. Gut, das ist ja jetzt nicht verkehrt. Aber zwei Waffen sogar hatte der Bänkische auch noch. Krass. Juhu. Ist das so für ein Todesterminal? Brauchen wir das irgendwie? Nee. Oh ja, cool. Sandstorm. Bald mal Zeit, dass wir uns hier einen neuen Anzug bauen, glaube ich. So, aber erstmal fliegen wir jetzt. Wo müssen wir denn hin? Relikt Wrack. Wollten wir ja noch nicht machen, sondern wir wollten
Das abgestürzte Schiff. Zwei Plünderer haben in einer Übertragung über... Achso, nee, das brauchen wir nicht. Wrack? Was wollten wir denn machen hier? Warte mal. Mal gerade. Genau, zurückkehren. Gewölbe, genau hier, zack. Krisenreaktion. Im Paradise begeben. Belonia im Paradise befragen. Genau, die Absteige haben wir fertig. Jetzt müssen wir noch die Spannung hier lösen. Aber erstmal müssen wir da unten rein ins Gewölbe. Das ist hier. Dann fliegen wir mal hier gerade rüber. Zack. Schon geht's weiter Richtung Gewölbe. Ah cool, jetzt haben wir wenigstens die Absteige schon mal ready, ey. Das war, glaube ich, auch noch eine große Sache hier. Ich guck mal gerade ganz kurz, ob wir mal eben unsere Ausrüstung hier... ich weiß nicht, ob wir hier forschen können wir hier, glaube ich, nicht, oder? Nee. Ich dachte mal hier, wir können auch forschen, aber es geht ja gar nicht. Oh, das machen wir nach dem Wrack irgendwann. Auf jeden Fall nochmal hier auf dem Planeten. Beziehungsweise, jetzt gehen wir erstmal runter. Gesicherte Konsolen deaktivieren, okay. Achtung! Dieser Schrott ist ideal für Plünderer. Ab durch die Düne. Ägypten ist real. Freunde. So, schauen wir mal hier. Zwei von drei brauchen wir gerade nicht. Wir wollen einfach nur ins Gewölbe rein. Ach, siehst du, da hinten ist es ja. Da, wo wieder alles zusammenläuft. Zwischendurch auch nochmal auf die Tempest vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Danke. Bin mal gespannt, wie das Wetter hier so sein wird, wenn man das hier verändert hat hier unten. Mal wieder ins Gewölbe runter hier, wa? Was? Wow. 10 Millionen Miles nach unten, ey. Okay. Ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. Jawohl, Reliktforschungsdaten sind immer ganz gut. Da bin ich auch mal gespannt hier, ne? Ja, einer der letzten Reliktgewölbe, okay, die wir betreten werden. Wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Sieht aus, als gäbe es bei diesem Interface einen Trick. Wir müssen ihn rauskriegen. Hm. Nee, oder was? Sehr gut. Wir können Verstärkung brauchen. War schon so eine Idee. Jetzt den letzten hier, oder? Immer der neben wird immer deaktiviert. Also jetzt müssen wir den in der Mitte eigentlich aktivieren. Ja, genau, geil. Oha, was ist das denn hier für ein Pflänzchen? Diese Konsole aktiviert das Gewölbe, Pathfinder. Sie müssen zunächst den Reaktor starten. Boah, die Flinte, Alter, die ist ja krass. Soll ich das machen, Alter? Geht das an! Was für eine Schrotflinte, Mann, warum hatte ich die vorher nicht? Ich würde ganz gern einen Frost Drive eigentlich ausschießen, ne? Frost mir reinhauen als Ausstattung.
Mache ich irgendwann noch mal. Ja, das ist jetzt wieder zurück. Oh, Idiot. Falsche Richtung. Die Tech funktioniert momentan eigentlich ganz gut. Kann man sich nicht beschweren. Mal hier durch. Alright, dann machen wir mal hier rein. Der Biest dann. Für uns bereithält. Ja, ich bin auch gespannt, aber ja, ein bisschen Angst. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Hm, was ist denn hier für ein Raum? Müssen wir ran, aber. Wie? Da geht's nicht weiter. Eine Konsole wäre von Nutzen. Eine Konsole gibt's gerade aber leider nicht. Na doch. Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die, die Sie brauchen. So, das wird jetzt nochmal ein munteres Spielchen hier. Das sorgt für gleiche Chancen. Was haben wir denn hier? Tür, die wir nicht betreten können. Okay. Ja, genau. Der war doch schon drauf. Der war doch schon drauf. Ich sage nichts. Ich sage nichts. Double Jump. Jetzt wieder deaktivieren das? Ja. Was passiert dann? Hier eine neue Konsole bekommen, ne? Ja. Der schub alles cool aus, ne? Aber er weiß, was sich hier jetzt verborgen hält. Oh, Geschütz, okay. Die anderen beiden sind jetzt auch natürlich sehr stark, ne? Unser Teil da hinten ist auch stark wie sonst was, ey. Nun, das bringt uns einen Schritt weiter. Das ist doch hervorragend. Einen ganzen Schritt weitergebracht jetzt. Schön. Hippel die Hopp. Zack. So. Blockiert. Möglicherweise befindet sich in der Nähe eine Konsole. Blockiert. Möglicherweise befindet sich in der Nähe eine Konsole. Was haben wir denn hier?
Genau. Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Ich würde mich ruhig schon stellen eigentlich. Ich weiß nicht. Dann schauen wir mal jetzt, was hier los ist gerade. Wo denn? Na dann. Wer die Flint hier erfunden hat, der hat sich auch gedacht, ja, scheiß auf Balancing, ne? Geschützt in der Nähe, Pathfinder. Gut. Oh, ja. Achtung! Große Jungs voraus! Oh. Geschütz haben wir. Macht mir schon ein bisschen Angst, der Gute, ne? Das ist doch schon mal was. So, geht's aus hier. Ein Türchen. Oha, was haben wir denn hier für einen Raum? Sieht aus, als gäbe es bei diesem Interface einen Trick. Wir müssen ihn rauskriegen. Sie müssen irgendwo einen Hinweis hinterlassen haben. Gibt es keinen Hinweis? Okay. Kann ich das lösen? Kann ich mir den Weg nicht einfach freisprengen? Keine Ahnung, ey. Vielleicht muss ich es erstmal aktivieren hier oben, ich weiß es nicht. Hier gucken wir mal gerade. So, hier kann ja nur der da unten rein. Der da. Hier kann ja nur noch irgendein anderer rein. Nämlich dieser hier. So, das ist aber echt schwer hier gerade, das Ding. Hier haben wir jetzt drei. Der kann hier nicht rein. Der auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Kann nur der hier rein, okay. Kann hier ja nur noch diese eine rein. Das ist der Dreieck. Nee. Der hier, genau. Das sieht so ähnlich aus wie der hier. Okay, die haben ja die Line. Hier ist auch eine Dreierline, guck mal. Da könnte man theoretisch diesen hier reinpacken. Oder den hier, ne? Die beiden muss ich mir später nochmal im Kopf behalten, ob das wirklich so richtig ist. Und dann könnte man hier den hier reinschmeißen, quasi. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. So. Was machen wir denn jetzt hier? Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Den hier kann ich nicht machen, den hier könnte ich hier reinmachen. Zack. Zack. Dann hier ist ja jetzt auch nicht mehr allzu viel übrig. Der hier wäre noch übrig, ne?
Und dann ginge aber hier nur noch die Dreieckskonstellation. Hier wäre nur noch einer übrig dann. Der hier. Nicht, sondern El Kollege hier. Und hier kann man jetzt auch nicht mehr allzu viel machen, ne? Den da oben haben wir schon. Den hier hätten wir noch nicht, theoretisch. Können wir den hier reinmachen? Und den hier so. Das würde passen. Dann könnten wir hier aber nur noch einen reinhauen und das wäre... Der hier. Das würde auch passen, glaube ich. Hier unten könnte dann nur noch... Das Smiley, den haben wir schon. Den haben wir auch schon. Den ja auch. Den auch. Den hier haben wir noch nicht. Aber den können wir hier nicht reinhauen, okay. So, jetzt fängt es nämlich an. Den können wir hier nicht reinhauen, okay. Den auch nicht. Den auch nicht, dann entweder nur den hier. Ne, den können wir hier auch gar nicht reinhauen. Oder den. Den könnten wir da ruhig reinklabustern, wenn wir den hier austauschen würden. So. Dann müssten wir aber hier... Das ist jetzt der ultimative Endgegner hier, glaube ich. Müssen wir hier den hier reinhauen. Den haben wir hier aber schon mal. Der hier geht ja sowieso auch gar nicht. So, warte mal, der hier ist ja klar. Der hat schon mal drei Stufen hier, ne? Zack, zack, zack. Dann kann nur noch, eigentlich nur noch der hier sein. Richtig so. Ah, das ist echt schwer, Mann, ey. Müssen wir den da reinhauen, wollte ich gerade sagen, geht ja nicht. Nehmen wir mal an. Das hier ist der. Dann ist ja hier das schon fast richtig eigentlich alles, ne? Könnte dann hier rein, wenn das alles so stimmen würde. Der hier? Ja. Hier könnte dieser Smiley rein. Der hier. Hier nur noch der hier rein. Nee. Ja, doch, schon, aber müsste der hier halt weg. Der Smiley da ist schon richtig, glaube ich. Was, wenn wir den Smiley hier unten reinhauen, so. Dann können wir den ja... Ne, das geht gar nicht, Smiley hier unten. Das auch nicht. Das hier geht. Einziges. Ah, Mann, ey, das ist ja scheiße hier. Denn den hier... Mann, Entwickler, ne? Da haben sie sich schon wieder was ausgedacht hier, ey.
Das Hirn, das rattert, Freunde. Das Hirn, das rattert. Kann sich nur um Milliarden Stunden handeln. Der hier war ja sowieso falsch, guck mal. Ach, Idiot, Mann. Der war von Anfang an schon falsch hier oben. Hier kann nur einer rein. Das ist nur ein einziger hier. Der kann hier rein und das ist... Das ist der hier. Das ist der einzige, der hier rein kann. Der hat 4 Einschränkungen. Genauso wie der hier auch. Der hat auch 4 Einschränkungen. Nur der hier rein. Ne, der kann hier auch nicht rein. Der hier muss hier rein. Da ist das schwer, ey. Nur der hier rein. Das ist der einzige. Die oberen beiden sind definitiv jetzt richtig. Ja. Ja. So, dann an dieser Stelle müssen wir irgendwie aufbauen hier. Ich weiß auch nicht. Das hier könnte stimmen. Ne, das hier kann gar nicht stimmen. Wenn diese hier schon mal richtig sind, dann können die unteren beiden ja nur noch eins sein. Dann können die beiden hier nur noch... Kann der hier nur noch der hier sein? Und der hier kann nur noch... Ein Y sein. Nee, ein Y nicht, sondern das hier. Der einzige, der übrig bleibt hier oben. Okay, den hier haben wir jetzt schon mal. Den oberen Kreis quasi. Diesen Kreis da oben müssen wir auch hinkriegen. Nämlich genau das Gegenteil ist. Genau. Ja, da oben ist richtig gewesen. Der kann hier rein, der kann da rein. Wenn theoretisch. Der hier rein. Und nee. Der Smiley kann hier nicht rein. Das heißt, dann müssen wir den hier mal tauschen. Da muss hier vielleicht ein Smiley hin. Vielleicht, ich weiß es aber nicht genau. Ich da mal so ein Random Smiley rein. Hier haben wir noch ein Viereck gerade mal übrig so. Hier geht natürlich kein Y, das ist klar. Geht nur noch der hier. Zack. Zack. Geht hier hinten nur noch ein Y rein, okay. Hier nur noch das. Den haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Schon, den haben wir noch nicht. Doch, den haben wir schon. Smiley haben wir auch schon. Y haben wir auch schon. Obere Ding haben wir auch schon. Nice. Jetzt geht's nämlich wieder los, dass es nicht passt. Wenn ich hier ein Smiley einfach reinhauen. Smiley.
So, das hier oder oben, zack. Ja, alles falsch, ey. Viel, Mann. Boah, ey, das nervt, ne, wenn das nicht funktioniert, ey. Der linke war doch richtig, oder nicht? Kann man den nicht umsetzen hier nochmal? Zack. Der hier passt ja sowieso nicht da rein. Okay, wie sieht's aus? Das ist gut so? Guck mal gerade alle durch. Bestimmt jetzt irgendwo einen Fehler gemacht, ey. Wenn ja, dann muss ich die Folge leider mal dezent in den Nirvana schicken. Und dass es falsch ist, ne? Boah. Gibt's zu viel, ne? Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Die Eingabe war offenbar nicht korrekt. Ja, wie soll man das denn schaffen, Alter? Objekte, für die ein Interface existiert, haben Markierungen, Pathfinder. Sie könnten hilfreich sein. Jetzt mal weiter hier, das geht mir auf den Sack hier, die Prüfung. Müssen wir da denn überhaupt durch? Wahrscheinlich schon, ne? Was haben wir hier noch so für Prüfungen? Ich geh erstmal hier rüber. Jetzt überhaupt hin? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier sind wir jetzt wieder auf der Standard-Dings, genau. Da geht's nicht weiter. Eine Konsole wäre von Nutzen. Hier kommen wir jetzt nicht rüber, oder was? Das wird hier die ultimative... Die ultimative Session hier, ne? Da geht's nicht weiter. Richtig nervige Session. Eine Konsole wäre von Nutzen. Da geht's nicht weiter. Eine Konsole wäre von Nutzen. Da geht's nicht weiter. Eine Konsole wäre von Nutzen. Reltec, die können wir bestimmt auf dem Rückweg mitnehmen. Ich werde diese Karte Ihrem Interface hinzufügen, Pathfinder. Wir machen an dieser Stelle einfach mal einen Folgenpause und ich weiß nämlich nicht, wie lange das dauert. Wir sehen uns bald wieder.